In diesem Video zeige ich dir, wie du alle Apps auf deinem iPhone 12 schließen kannst. Dieselbe Vorgehensweise gilt auch für iPhone X und für iPhone 11. Und gegen Ende des Videos sage ich dir, warum es vielleicht gar keine so gute Idee ist, immer alle Apps auf einem iPhone zu schließen. Ich bin jetzt hier auf dem Homescreen von meinem iPhone 12 Mini. Und wie immer habe ich sehr, sehr viele Apps geöffnet. Wie schließt du sie also? Zunächst wischst du mit deinem Finger von unten ein bisschen über den Bildschirm, nicht über den ganzen Bildschirm, sondern nur ungefähr ein Drittel, und jetzt siehst du eine Teilansicht aller Apps, die gerade geöffnet sind. Wenn du jetzt denkst, ich möchte ein paar dieser Apps schließen, vielleicht damit es etwas aufgeräumter erscheint, dann kannst du einfach mit deinem Finger auf eine dieser Apps gehen und sie nach oben wegwischen. Und die App ist geschlossen. Aber, und das ist genau der Grund, warum ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, das kann ganz schön lange dauern, wenn du, so wie ich, immer viele Apps geöffnet hast. Bei einem Android-Handy kannst du alle Apps mit einem Befehl auf einmal schließen. Beim iPhone kannst du leider nicht alle Apps auf einmal schließen, aber du kannst mehr als eine App gleichzeitig schließen. Und zwar musst du dafür einfach nur mehrere Finger einsetzen und mit jeweils einem Finger auf einer App aufsetzen und sie dann gemeinsam nach oben wischen. So kannst du mit drei Fingern drei Apps erfassen und sie auf einmal schließen. Wenn du sehr geschickt bist, also zumindest geschickter als ich, kannst du sogar vier Apps auf einmal schließen. Ich brauche dafür länger, als wenn ich jede App einzeln schließe, also lohnt sich das für mich nicht. Aber vielleicht hast du das ja drauf. Falls du übrigens noch ein älteres iPhone-Modell mit einem Home-Knopf hier unten hast, dann gilt dasselbe, nur dass du, um alle Apps nebeneinander zu sehen, den Home-Knopf zweimal kurz antippen musst. Der Rest ist dann genauso wie bei den neueren iPhone-Modellen. Jetzt weißt du, wie man Apps auf dem iPhone schneller schließt. Aber solltest du das auch tun? Apple sagt dazu, dass du Apps nur dann schließen solltest, wenn sie wirklich nicht mehr reagieren. Warum ist das so? Nun, alle nicht benutzten Apps werden immer in einen sehr effizienten Schlafmodus versetzt. Das Betriebssystem macht einen Schnappschuss beim Verlassen der App und hält den Status der App fest. Und es ist offenbar tatsächlich stromsparender, wenn du zur App zurückkehrst und das iPhone einfach mit diesem Schnappschuss weiterarbeiten kann, als wenn das iPhone die ganze App komplett neu starten muss. Daher rät Apple eben gerade nicht ständig, alle Apps zu schließen, sondern nur dann, wenn sich eine App aufgehängt hat und nicht mehr richtig funktioniert. Es dient also eher der besseren Übersicht als der Leistung, wenn du alle deine iPhone-Apps schließt. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Wenn ja, dann freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch von dir. Wenn du mehr Videos dieser Art sehen willst, dann abonniere einfach meinen Kanal oder schau dir direkt das nächste Video von mir an, das jetzt nebenan angezeigt wird. Falls du einen Themenvorschlag für ein zukünftiges Video hast, schreib es mir gerne in die Kommentare. Das war's für heute. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Dein David von Neumann Digital.